Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wizardry Teil 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben jetzt den großen Schluss. Naja, oder fast den Schluss. Und ich habe mich mal ums Inventar gekümmert. Und jetzt schauen wir mal an, was das so gibt. Übrigens, Sinaloa, relativ kurz vor Schluss. Ja, ich weiß, sie ist gerade überladen, aber ja, kurz vor Schluss ist sie nochmal richtig gut geworden. Also diese verzauberte Robe, das wir da gekriegt haben, da schaut mal. Also das ist richtig, richtig gut geworden. Die Wasserschuhe waren sowieso ziemlich gut. Jetzt haben wir auch hier etwas Gutes. Durch den Mystikerring haben wir hier noch -2. Nur der Hut und die Handschuhe sind noch nicht ganz so toll. Und dass wir halt jetzt überladen sind natürlich, ist auch nicht ganz so toll. Aber ja, da könnte man noch Sachen wegwerfen. Aber gut, das passt so. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn ich ins Richtige anklicken würde. Der Magikusstab, was ist das? Das ist ein Stab für Magier, kennen wir schon. Identifizieren. Magieschutz 5, 2d4 und Treffer plus 1, also gar nicht mal sowas Schlechtes. Geben wir das mal kurz Talada. So, dann haben wir den Fernal, die Fernalrobe. Rüstungsklasse 4, die schätze ich nicht gut an. Ja, okay. Also, hat keinen Fluch drauf oder sonst was, aber bringt auch nicht wirklich was. Dann haben wir den Sternenring. -4 bringt der. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kann der sonst noch irgendwas? Regeneration plus 1, ziemlich, ziemlich gut. Den geben wir mal an Fala. Warum, das sehen wir jetzt gleich. So, Tasche. Die Fernalrobe. Warte mal, machen wir die hier nochmal rein. Und die Fernalrobe. Welches haben wir jetzt rausgemacht gehabt? Also Rüstung plus 4. Das ist ja eigentlich ziemlicher Schrott. Also, ganz ehrlich. 4. Das Ding ist doch Schrott. Eigentlich könnte ich das sogar wegschmeißen. Machen wir auch. Also das Ding ist wirklich Schrott. So, entferne. Dann haben wir noch den Umhang. Was ist mit denen hier? Aber ich glaube, der ist wahrscheinlich auch nicht... Obwohl, -4. Jeder kann es benutzen. Blink Max. Ja. Also das und -4, also das ist ziemlich, ziemlich gut. So, und jetzt der Diamantring, den wir gekriegt haben. -5. Kann jeder benutzen, nur kein Mann. Männer können den nicht benutzen. Und hat der sonst noch was drauf? Ein Spezial ist noch drauf, eine Regeneration +3. Ja, also Magie, 50% Resistenz, also... Das Ding ist doch der Hammer, meiner Meinung nach. Gib mal den Ansinaloa den Diamantring. Ich speichere das Ganze nochmal. Was passiert denn? Ausrüsten, Mondstab, den Stein. So, wenn wir den Diamantring anlegen. Jetzt -5. So, also das ist doch ziemlich geil. Was passiert, wenn wir den benutzen? Aha, da erhöht sich das ganze Ding hier noch. Sich jetzt aber was. Also, warte mal, wenn ich das dessen Dinger nochmal identifiziere. Muss gerade mal was nachschauen. Ja, steht nicht da, wie oft man das benutzen kann. Ja gut, auf jeden Fall ziemlich ist -5 hier, also und guck mal die Werte jetzt an hier. Und das noch mit überladen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn man nicht überladen wären. Das ist doch geil, oder? Das heißt, wir nehmen den hier nochmal raus. Wer hat denn den anderen Ring? Ja, du hast den Ring auch noch. Dann rüste mal statt dieser Figur, die ja Dings macht. Rüsten wir natürlich den Diamantring aus. Auch überladen, aber guckt euch die Werte an. Das ist doch der Hammer.
Nein, Diamantring, ja bitte. Mantis-Handschuhe, nein, nein. Orael, dann gibst du an Daolin noch den letzten Diamantring. Das. War den Feuerank. So. Boah, ist das heiß. Aber ihr versteht, glaube ich. Erstmal nein. Ja. So. Aber ich glaube, ihr versteht, warum ich diesen Diamantring in mehrerer Ausfertigung haben wollte. Weil, wie gesagt, mit dem Ende, das wir haben, dürfte das sehr, sehr schwierig sein. Wir werden Gegner haben, die überlevelig sind oder wir unterlevelig und so weiter, wenn ich es richtig gelesen habe. Und da macht so ein Diamantring mit minus 5 ja und alles Mögliche. Und Regeneration, das macht viel, viel aus. Dadurch machen wir es uns viel einfacher. Ich meine, es war jetzt ein Exploit, was wir gemacht haben. Normalerweise darf man nur einen Diamantring haben. Aber ich glaube, das ist in Ordnung, dass wir das so gemacht haben. Man muss es sich auch nicht noch schwerer machen als ohnehin schon. Der Versetzungsumhang, der ist natürlich ziemlich cool. Da müsste ich aber mal schauen. Du hast minus 1 drauf, aber auch schon ziemlich gute Werte. Du hast mit den Schattenmantel minus 1, aber auch nicht so gute Werte. Du hast aber auch relativ sogar ziemlich schlechte Werte. Wie kommt denn das? Habe ich da was falsch gemacht gerade? Nee, du hast ziemlich schlechte Werte. Weißt du was? Dann ausrüsten, darfst du diesen Umhang anziehen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Orael, deswegen hat er auch so viel HP immer verloren, dass der so viel, dass der überhaupt keine gute Rüstung eigentlich hat im Moment. Na gut, dafür hast du jetzt den minus 4 Umhang an. Das heißt, das ist auch nochmal ziemlich, ziemlich gut. So. Moment. Und erinnert ihr euch noch an dieses eine Tagebuch, das wir gehabt haben, wo wir diesen Ring gehabt haben? Und dann konnten wir das Tagebuch lesen. Dieses Piratenabendtuch, Dings. Und mit dem königlichen den königlichen Tagebuch ist es genauso, wenn wir das einfach so benutzen. Die Schrift ist mit einem fremden Code verschlüsselt. Aber mit dem Sternring können wir dieses Tagebuch lesen. Muss man das kombinieren? Nee, muss man das miteinander benutzen? Ah ja. So, dann können wir nämlich dieses königliche Tagebuch, das wir extrem lang schon haben, können wir jetzt auch lesen. Moment, ich schreibe mir gerade kurz das auf. Das brauchen wir nämlich noch. So, persönliches Tagebuch. Mir bleibt nichts, als die kosmische Schmiede einzuschließen, um weitere Katastrophen zu vermeiden. Könnte ich sie nur zurückbringen? Doch hat das Schiff keinen Treibstoff mehr. Code für Sicherheitstor, Hand des Schicksals. Ja, und das war's. Und das ist auch noch wichtig. So, speichern wir nochmal und dann schauen wir uns mal um. Auge leuchtet ja noch. Kammer der kosmischen Schmiede. Eine dünne, quengliche Stimme hinter dem Tor ruft, bitte Sicherheitscode nennen. Und deswegen braucht man das nämlich auch. Und das Tor geht auf. Hätten wir das nicht gewusst, ja, dann wären wir auch nicht hier weitergekommen. Speichern und weiter geht's durch den langen Gang und wir bekommen nochmal Kämpfe. Damit habe ich es fast nicht gerechnet, dass wir auch nochmal Kämpfe bekommen. Na gut, ich hoffe aber mal, die Kämpfe werden nicht so heftig sein wie wie die Kämpfe vorher in der Dings. Aber eigentlich die Vipern, das sollten doch eigentlich jetzt kein so großes Problem sein. Ne, sind sie auch nicht. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Wir dürfen nochmal speichern. Ein gelber Schimmer dringt aus dem Altar. Ein heller, strahlender Gegenstand schwebt dort. So, ja. Ratet mal, was das ist. So,
Ich speichere hier nochmal. Disk speichern. Und gehen hier rein. Und da haben wir sie. Eine Begegnung. Ihr erblickt die kosmische Schmiede. Nimmst du die Feder? Und das ist jetzt unsere erste Wahl. Nehmen wir sie oder nehmen wir sie nicht? Wenn wir sie nehmen, bekommen wir das erste Ende. Außer dem Blödmann-Ende natürlich. Ich sag mal, wir haben ja gespeichert. Wir sagen ja. Du greifst nach der Feder. Das nehme ich, sagt eine fremdartige Stimme. Fortsetzung folgt. Anfang 1992. So hört also jetzt dieses Spiel aus. Das ist das erste. Wir wollen die Feder nehmen. Dann erscheint dieser komische Kerl hier und sagt, das nehme ich. Und dann heißt es Cliffhanger. Fortsetzung folgt. Super. Gratuliere, du hast den Fluch der kosmischen Schmiede auf einen der richtigen Wege gelöst. Du kannst dein Spiel jetzt speichern, um deinen Triumph zu erhalten. Mache noch eine Kopie auf einer anderen Diskette, damit du deine Helden in späteren Folgen einsetzen kannst. Du wärst jetzt ins Spiel zurückversetzt, irgendwo im Zauberwald. Deutsche Version, Projektleitung Susanne Dirk, Dungeon Texte F-Schen und Programmiersklave Brocki. Und jetzt sind wir irgendwo hier und jetzt könnten wir quasi das Spiel speichern und diesen Speicherstand dann ins neue Spiel übernehmen. Also in Wizardry 7 meine ich dann. Ja. Machen wir jetzt nicht. Das ist auch nicht das Ende, das ich haben wollte. Das ist jetzt quasi dieses Ende. Das kann man immer erreichen. Das ist eins von diesen drei Enden, die man immer erreichen kann. Gut, also ohne Speichern fortsetzen. Wir spielen weiter. Wir gehen nochmal hin und sagen hier jetzt nein. Ihr erblickt die kosmische Schmiede. Nimmst du die Feder? Nein. So, weg ist er. Ist auch, glaube ich, nicht mehr da. Doch, sie ist noch da. Ich dachte gerade, sie wäre nicht mehr da. Aber wir haben ja noch was erfahren gehabt, dass irgendwo hier ein Geheimnis versteckt sein soll. Ich weiß nur nicht, ob das dann... Muss ich dann suchen gehen? In einer Geheimwand oder irgendwas, haben wir ja gehört gehabt, soll noch der Halbbruder von Rebecca sein, auf die wir aufpassen müssen. Nichts. Oder müssen wir einfach nur durch die Wand gehen wie beim anderen? Autsch. 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 Wo ist dieser geheime Eingang jetzt? Oh, der ist der gar nicht hier. Ist der in diesem Gang hier drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich finde hier gerade nichts. Aber ich dachte, der ist, hieß nach der Kammer eigentlich... Der Schmiede. Der müsste eigentlich doch hier sein. Ach, doch, da ist er. Komisch. Das ist der einzige Weg, an den ich anscheinend nicht gerade ausgedrückt habe. Na gut. Alles klar. Verschlossen. Aber da haben wir ja... Benutzer. Diesmal hat Fala den Schlüssel. Das müsste der... Wo ist er dann? Der Hintertür Schlüssel sein. Es hat geklappt. Und rein mit uns. Eine Begegnung. Ein großer, schwarzer Drache hockt schmollend auf seinen Thron und grübelt den Geheimnissen des Universums nach. Gelegentlich sucht er seiner Kristallkugel nach Belegen. Nun, sagt er, ich denke, ich weiß, wo sie sein könnten. Wir können aus den Dinosaurierresten im Wald Benzin gewinnen. Allerdings werden wir mit unserem Schiff ein Jahr brauchen. Ich schätze, es hängt davon ab, ob wir die Reise wagen wollen. Ich für meinen Teil fliege nicht gerne, aber da alle tot sind, wird es langweilig hier. Jagd auf einen kosmischen Herrn? Ja, bitte. Ich auch. Komm schon, lass uns verschwinden. Ist sie nicht hübsch? Alle an Bord.
Tja, und wer hätte damit jetzt gerechnet? Ich meine, wer Wizardry kennt, ja, hätte damit schon gerechnet, aber diejenigen, die es nicht kennen, also ich hätte damit nicht gerechnet gehabt, dass auf einmal hier am Schluss ein Raumschiff steht. Und das ist Fortsetzung folgt. Ha, so, das ist dieser Schluss. Übrigens, Bella, das war dieser schwarze Drache, wenn wir den anderen Weg genommen hätten, das andere Ende, müssten wir auch noch gegen Bella kämpfen. Wir würden diese Diamantringe nicht bekommen, weil wir gegen Rebecca kämpfen müssten. Dafür könnten wir einen anderen Gegenstand bekommen von Bella, wenn wir den besiegen. Und da gibt es, glaube ich, auch irgendwie so einen Exploit, dass man 3 Gegenstände davon bekommt, oder mehr Gegenstände bekommen könnte. Die können dann aber nur die Männer anziehen. Aber wie gesagt, dazu müsste man, glaube ich zumindest, gegen ihn kämpfen. So. Du hast den Fluch der kosmischen Schmiede auf einen der richtigen Wege gelöst. Du kannst dein Spiel jetzt speichern und so weiter, das hatten wir eben schon. Das ist jetzt das Ende, das ich haben will. Und mit dem würde ich jetzt auch nochmal speichern. Wobei ich jetzt nicht jetzt speichere, sondern erst, ich will das andere Ende dann auch nochmal richtig speichern, dass ich das als zweites File, also dass ich da auf jeden Fall die Files, beide Files dann habe. Genau. So, also ich muss sagen, das Spiel, also der Schluss ist sehr, sehr minimalistisch gemacht. Vor allem da, das nehme ich. Und Schluss. Und da, wollt ihr irgendeinen Herrn jagen? Du sagst ja. Und dann, okay, dann machen wir weiter. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir da Nein gesagt hätten. Das können wir vielleicht gerade nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall, das ist das eine Ende. Mit dem will ich auch weiterspielen, mit dem, was wir jetzt hier haben. Ui. So, dann lasst uns mal probieren. Ohne Speichern verlassen und weiterspielen. Was passiert denn, wenn ich sage... Wir wollen nicht jagen gehen. Ich weiß es nämlich nicht, was dann passiert. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Begegnung. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Bla 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 bla. Nein, wollen wir nicht. Meiner treu sind wir aber dumm. Hört zu, ihr Süßen. Von mir aus könnt ihr hier bleiben, aber ich werde den ersten Flug nehmen. Hier, nimm den Schlüssel, schließ dann ab und drehe das Licht aus. Tschüss. Darlene hat etwas bekommen. Und Bella verschwindet. Ja, und da war das, glaube ich, jetzt auch das, wo man machen könnte. Wir könnten dieses, das hier machen. Und, wenn wir den Schlüssel nicht bekommen würden... Wer hat den Schlüssel eigentlich jetzt bekommen? Wenn unser Inventar wieder voll gewesen, komplett voll gewesen wäre, dann wären wir wieder ins Handelding reingekommen und da hätte man was machen können. Aber ich, das weiß ich nicht genau, wie das gewesen ist. Du den Schlüssel? Sternenschlüssel, okay. Was kann man jetzt damit machen eigentlich? Wir können hier weitergehen. Tadada, entdeckt du etwas Ungewöhnliches? Ich sehe den Knopf auch. Wir drücken und hier geht's weiter. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel. Sternenschlüssel, dann geht es auf, oder? Jawohl, es geht auf. Kommen wir jetzt auch zum Raumschiff. Au. Haben wir den Sternenschlüssel noch? Ja, dann können wir ja auch nochmal aufmachen. Es könnte doch sein, dass wir jetzt auch nochmal zum Raumschiff kommen. Au. Lange, lange, lange Gänge. Sehr, sehr lange Gang. Und ein Knopf, wir drücken den und kommen hier heraus. Okay. Aber
Was uns das jetzt bringt, habe ich keine Ahnung, weil so haben wir eigentlich gar keinen Schluss. Also so hätten wir jetzt gar keinen Schluss, habe ich den Eindruck. Naja, gut. Wie dem auch sei, dann würde ich das Let's Play mal beenden. Beziehungsweise ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mache. Es könnte sein, dass ich vielleicht den alten Speicherstand nochmal nehme und nochmal bis zu dieser Einstellung hochspiele. Wir haben ja gesehen gehabt, was passiert. Dass wir dann gebissen werden, als wir gebissen werden, dass er dann zurückzuckt und diese Brandnarbe von dem Kreuz hat und uns dann ins Gefängnis werft. Also im Großen und Ganzen fast dasselbe, was wir auch so hatten. Und das haben wir ja schon gesehen, das habe ich schon gezeigt gehabt, mehr oder weniger freiwillig, weil ich dachte, man kann es im Inventar, also in der Tasche haben, dass ich da das nochmal lade und wir uns den anderen Schluss auch nochmal anschauen. Das muss ich mal überlegen. Ich werde dann allerdings offline so weit spielen, dass wir das dann auch so machen können. Also dass wir dann, ja, ihr wisst schon, dass wir uns diesen Schluss dann auch mal anschauen können. Und bis dahin spiele ich dann offline weiter und den Schluss schauen wir uns zusammen an. So wollte ich sagen. Jetzt habe ich es. Leicht verwirrt heute. Okay. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dem Let's Play. Vielen Dank für Kommentare und für die Daumen nach oben. Vielen Dank, falls ihr Abo gedrückt habt. Wenn nicht, unten ist der Button. Gut zu finden. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Wenn nicht, auch wenn ihr kein Abo habt, freue ich mich, auch wenn ihr weiterhin anschaut und so weiter und so fort. Kennt ihr ja alles. Dann vielen Dank fürs Anschauen und wie gesagt, vielleicht gibt es noch eine kleine Bonusfolge, bin ich mir noch nicht sicher. Wir werden sehen. Bis wir soweit sind, habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das aufzunehmen und nachzuspielen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.